So, ich kriege ein super Signal und da kommt das bei raus. Ich dachte erst ein Reifen, weil da so eine Vertiefung drin sind. Aber nein, ist kein Reifen. Es ist allen Ernstes ein Portemonnaie. Hier ist noch so ein Loch. Da. Und ich habe dann das so ein bisschen weggenommen. Und da kommt da Tatsache sowas zum Vorschein. So, naja, gut, ich meine, Portemonnaie an sich ist eh nicht zu retten. Und das sind Rentenpfennige. Denke ich, ja, doch, vorhin habe ich es schon gesehen, ja. Da. 10, ich bin ja gespannt, was da alle drin ist. Vor allem, die müssen top erhalten sein, weil, naja, die halt die ganze Zeit in dem Portemonnaie drin waren. Ich muss irgendwie das anders hinstellen. So, das läuft weiter. So, dann wollen wir mal gucken, was hier alle drin ist. Also, das scheint ein Lederportemonnaie zu sein. Hier sind die ersten 10 Rentenpfennig. Das Portemonnaie an sich ist eh im Arsch. Also, so, mal kicken. Ist das jetzt hier auch irgendwas? Keine Ahnung, was das nur ist. Mal gucken. Ich schätze, das wird auch eher zum Portemonnaie gehören. Naja, hier ist noch eindeutig noch. Echt. Na, guck mal einer an. Da hat doch einer ein bisschen Geld gehabt, wa? Oder was? So, hier sind die nächsten. 10. Sind das auch Zähne? Sind auch Zähne, na klar. Ach verdammt, und dann haben wir alle drei. Ah, es sind alles Rentenpfennig, ist ja unglaublich. Hier haben wir nochmal 10. Nochmal 10 Rentenpfennig. Dritte. Und das müssten jetzt 2 Fünfer sein. Rein von der Größe her. Ja, das ist auch mit Sicherheit so. Hier haben wir 5. Aber ey, die müssten in einem absoluten Sahne-Top-Zustand sein. Das sind die auch. Ja, das sind 5, klarer Fall. 3 Zehner und 2 Fünfer. Ja, das ist doch mal total abgefahren, das Ding hier. Ja, der Portemonnaie ist natürlich durch. Das ist ein ganz kleines gewesen, offensichtlich. Ja. Und hier ist der nächste Fünfer. Quasi 40 Rentenpfennig. Im Portemonnaie im Wald verloren. Das ist ja cool, ey. Total cool. Das ist auch ein richtig interessanter Fund, muss ich sagen. Da sind sie. Warum fokussiert das nicht? Ja, los. Ja.